Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverance. Wir waren... Oh, wo willst du denn her, Carporn? Naja. Gut, wir gehen zu Herrn Ratzig hin. Jetzt ist die Frage, wo ist Herr Ratzig? Oben? Wieso ist er da oben? Halt. Hä? Wo ist denn Herr Ratzig? Oh, was hier? Oh, was ist denn das? Neue DLC-Quest verfügbar, so rum. Aber wo ist Herr Ratzig? Und da auch? In der Ditschko auch? Okay, warum haben wir hier neue DLC-Quest? Das sieht aus wie ein Ritterturnier. Und das sieht aus wie die Gründung, glaube ich. Aber ich wollte doch eigentlich zu Herrn Ratzig. Müsste mir das hier nicht angezeigt werden? Oh. Ah, in die Richtung. Aber dann wäre ja Ratzig irgendwo da hinten. Schwierig, schwierig, wenn du da hinten bist. Es wird mir auch nicht auf der Karte angezeigt direkt, ne? Weil ich hätte jetzt erwartet, beim Lager im Talmberg ist es nicht mehr, ne? Nee. Huh. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir gucken kurz. Und dann würde ich nach Talmberg erstmal gehen, in dem DLC-Quest. Gucken, was da los ist. Weil das sieht aus wie die Siedler-Teil, also wie die Quest für eine eigene City. Nicht was, so. Ich musste hier mal durch, tut mir leid. Ja. Das sieht so aus, als wenn der Ratzig wirklich hier oben bei Herrn Harnisch auf der Burg ist, ne? Da. Irgendwo. Komm, ich steige einfach mal ab. Die Frage ist, ob hier drinne... Oh. Mein Herr, ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle nach Pribislavitz nicht enden würden. Das kommt wenig überraschend. Was ist geschehen? Meine Männer haben zwei neue Angriffe gemeldet. Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren? Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhoyet an. Und das ist wesentlich ernster. Merhoyet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Pribislavitz an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Dorfbewohner wehrten sich und konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Er ist verwundet, aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias. Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde. Zumindest den Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. Erzähl mal, wie viele Groschen wurden in Pribislavitz gefunden? Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut, aber leider muss ich dir sagen, dass dies sehr gut gemachte Faksimiles sind. Kack, was? Was zum Teufel sind denn Kaksimiles? Ach, ist mir auch egal, ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Willst du mir sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier... ist bloß ein Haufen Kupfer. Kurva! Mist! Mit Silber plattiert, also sind sie nicht völlig wertlos. Kurva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders, wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich. Allerdings sind die Silbermine in der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Doppelte Delle. Nun, meine Herren,
Es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf. Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Mehr Huyet hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler schlägst. Deshalb zähle ich erneut auf dich. Reite nach Merhoyet und verhöre den Gefangenen. Finde heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Wir alle. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Thalmberg. Aha. Okay, Thalmberg wollen wir so oder so. Wegen der Quest. Die dort ist. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen wieder eine Schnellreise. Ich will das DLC haben. Ich will wissen, was das mit dem DLC auf sich hat dort. Okay, wo reitet er denn lang? Warum nicht hier lang? Okay. Und wer war Matthias nochmal? Keine Ahnung. Gut, erstmal gucken wir wegen dem DLC. Mal gucken, was das damit auf sich hat. Theoretisch müsste ich alle DLCs haben. Glaube ich. So. Oben oder unten? Dann oben. Und hier sind auch schon wieder Sternchen. Sternchen bedeutet immer Questgeber. Nee, oben. Jetzt würde ich sagen oben. Ah, ja, schon wieder beten, wa? Wo findet man dich? Ach, Mann, Herr Devisch. Gott segne dich. Was betrübt dich? Ah. Kann ich dir zu Diensten sein, Herr Devisch? Mir ist da etwas über Pribislawitz zu Ohren gekommen. Heinrich, du kommst genau im richtigen Augenblick. Ich habe jemanden nach Pribislawitz geschickt. Mein Lokator Marius. Was? Was ist? Lokator ist doch schon wieder ein lateinischer Begriff. Ich tippe mal sowas wie ein Vorsteher oder sowas, oder? Würde ich jetzt mal ausgehen von... Das ist ein Lokator. Ein Landgutachter. Gutachter, er hatte den Auftrag, den Zustand des Dorfes zu überprüfen, um zu sehen, ob wir es wieder aufbauen können. Willst du das Dorf etwa neu besiedeln? Ja. Warum gerade Pribislawitz? Weil es seit der Plünderung durch Herrn Havel-Medek vor einigen Jahren dem Verfall preisgegeben ist. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Herr, es sollte dort nun sicher sein. Wir haben dieses Geschmeiß ordentlich verbläut. Und deswegen habe ich meinen Lokator entsandt. Allerdings sollte er schon längst zurück sein. Ich könnte dort nach ihm sehen, wenn du nichts dagegen hast. Ich wäre dir sehr dankbar. Bestimmt wurde er bloß aufgehalten, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Lebe wohl. Okay. Hört sich auf jeden Fall, falsche Richtung. Schon mal nicht so gut an. Aber besiedeln hört sich schon mal gut an. Okay. Wir hätten hier natürlich wieder einen Hinweisgeber für eine Quest. Einen Aktivitätengeber. Auf der Straße. Interessant. Gucken, ob sich der Aktivitätengeber bewegt. Ja. Das könnte wieder der Rätselmann sein, oder? Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Ui. Altkarte. Nö, der steht da immer noch. Interessanterweise. Ja. Ich war das nicht.
er her? Aha. Wer bist du denn? Gerber. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Hast du zufällig Arbeit für mich? Nicht wirklich. Außer du bist von der waghalsigen Sorte. Wie meinst du das? Wie du siehst, gerbe ich heute. Kaufen kann ich nur vom Jägermeister und der gibt mir nie genug. Ich würde ja selbst jagen gehen. Nur hat er immer ein Auge auf mich. Du hingegen? Ich bezweifle, dass der Jägermeister glücklicher wäre, wenn ich in seinem Revier wildere. Nein, aber er muss ja nichts mitkriegen. Pass auf, ich würde einen guten Preis für die Häute zahlen. Und manchmal bekomme ich eine Bestellung und brauche dafür was Bestimmtes. In so einem Fall wäre ich noch großzügiger. Wenn du mir ein paar Mal aushilfst, kann ich dir außerdem was Nützliches beibringen. Benötigst du denn keine Häute? Doch, das Kloster hat Hasenhäute bestellt. Sie machen draus Gürtel gegen Rückenschmerzen. Würde mich nicht wundern, wenn der Abt selbst einen trägt. Gott sei mit dir. Hasenhaut. Wie viel Hasenhaut? Tierhäute? Hallo? Ich will die Info sehen. Dreimal Hasenhäute. Eigentlich... Und, guck mal her. Relativ einfach. Lass uns jagen. Hase. Theoretisch müssen wir doch nur hier drüben kurz in den Wald rein. Eigentlich sollte das kein Thema sein, wenn mein Hund ein paar Hasen schlägt. Wenn hier Hasen sind. Ist ja immer so die Frage, wo finden... Also hier finden wir Hirsche und Rehe. Das bedeutet, dort dürfte es auch Hasen geben. Zumindest gehe ich davon immer aus, dass da, wo das Wild ist, auch Hasen existieren. Ich hoffe nur nicht, dass wir jetzt auf Rehe treffen und er mir ein Reh reißt. Schon mal ein Weg. Wir haben es ja mitten. Ja, wir haben es da kurz vor Dunkelheit. Deswegen lange machen wir nicht. Wo ist mein Hund? Da ist mein Hund. Ah, guck mal. Guck mal, was mein Hund da einfach mal gemacht hat. Danke. Einfach mal schön schnurstracks einen Hasen hier fangen. Den hattest du mir da in die Richtung, ne? Ach nee, was haben wir denn da? Ich mach noch nicht mal was. Mein Hund holt sich. Das ist so geil. Also, der Hund ist wirklich absolut imber. Also, ich weiß noch, beim letzten Mal, wo ich gespielt habe, habe ich ihn nie mitgenommen. Und ehrlich gesagt, ich verstehe mittlerweile nicht, warum. Er hilft einem beim Angriff, bei der Verteidigung. Und er jagt für einen. Zumindest Hasen. Und wir wissen auch, dass er die normalen Rehe auch schlägt, wenn er sie antrifft. Na, hast du was entdeckt? Ah. Er hat was entdeckt, ich wusste es. So, dann haben wir sogar schon die erste Quest. Ich gehe davon aus, dass er dann noch Rehe haben will.
und dergleichen. So, erstmal füttern wir ihn. Frischer Hase. Kriegst auf jeden Fall mal frischen Hasen. Dann, mein Guter, loben wir dich. So ist's. Genau, und dann anderes Kommando, lauf frei. Komm mit. So. Hier haben wir einen Weg und wieder ein Nest gefunden. Ja, mit den Nestern weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Weil die Nester selber kann man... Also da ist ja Spinnenweben als Beispiel drin und so, aber da gibt es ja auch noch andere Sachen. Ich weiß, es gibt ein... In irgendeinem Nest hatte ich früher mal einen Ring gefunden. Oh, Kampfstärke ist ja hochgegangen, stimmt. Wir sollten mal überlegen, was wir nehmen. In... Oh Mann, meine Stimme. Oh, das hört sich gerade komisch an. Nur mal kurz was trinken. So, jetzt. Ja, doch, besser. So, je mehr dein Schwert beschädigt ist. Ah, nee, ich habe kein Schwert. Wenn du bei deinem Gegner eine blutende Wunde verursachst, erhältst du... Oh, das klingt gar nicht so schlecht. Jeder Treffer an einer nicht unterbrochenen Angriffskette bewirkt mehr Schaden als der Treffer zuvor. Unterbrechung beenden den Bonus. Deine Stärke und Agilität sowie deine Fähigkeit Kampf und Verteidigung sind um 20 erhöht. Wenn deine Gegner im Kampf in der Überzahl ist, das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Weil ich zumeist am Anfang auf eine Übermacht treffe. Aber ich wollte eigentlich mir die Felle von meinem Pferd holen. So. Und dann wollte ich die Quest abgeben gehen. Wo ist denn er das? Blau? Was ist denn blau jetzt schon wieder? Tierhäute, Tatsache. Der blaublüde ist. Ja. Oh Mann, hier geht's aber steil runter. Ja. So, irgendwo kann man doch hier rüber, oder? Hier. Ja, man muss durch den Vorgarten von jemandem. Ja. Aber das passt doch. Oh. Irgendwo da? Ist er weggelaufen? Nee, er ist Gerber. Muss ich das verstehen? Da ist er. Ja. Reden wir. Ich habe die Häute für dich. Bestätigen. Das nenne ich Qualität. Genau das, was ich brauche. Hier, bitte. Hast's dir verdient. Der Ruf ist hoch. Okay, sehr schön. Benötigst du denn keine Häute? Ich brauche die Haut von einem stattlichen Hirsch. Ein reicher Händler will sich einer an die Wand hängen. Als ob irgendwer glauben würde, dass er ihn selbst erlegt hat. Lebewohl. Ein Hirsch. Ein Hirsch kriegen wir auch in dieser Nähe hier. Kriegen wir oben. Könnten wir morgen früh machen. Weil jetzt in der Nacht würde ich ungerne... na, sag schon. Heute Nacht würde ich sehr, sehr ungern hier reiten gehen. Oder jagen, besser gesagt. Ich guck mal, ob ich die Sachen hier verkaufen kann. Gütiger Gott, was ist mit deinen Kleidern? Wieso? Ich hab doch gar nichts gemacht. Oh, sie nimmt sie. Machen wir erstmal so. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das Fleisch einfach so nimmt.
Aber okay. Das ist doch gut und ich muss niesen. Ah. Wenn etwas in der Folge passiert, dann natürlich gleich komplett, wa? Oh, Handeln. Nahrung. Natürlich alles. Nein, was war das? Geräusch. Habe ich gerade die Räucherwurst mitverkauft? Ich glaube ja. Okay, wir haben noch eine Salami, wir haben noch Schweimer Speck. Das sollte theoretisch ausreichen. Oh, wir können mal hier an den Topf. Wo ist der Topf? Wo ist der Topf? Wo ist der Topf? Der ist drin. Der Topf muss. Und da können wir nochmal würfeln. Oh, würfeln wir nochmal eine Runde. Was ist der Topf? Schlabberdilapp. Also rein technisch gesehen reicht es wirklich aus, wenn man durch die Gegend rennt und die Töppe dann ausschlabbert. Aber ich würde sagen, wir würfeln noch eine Runde. Wer von euch hat mehr Geld? Hm. Er hat buntere Kleidung. Mal gucken. Nieten. Er hat auch Nieten. Von den Schuhen würde ich ja fast sagen, er hier. Schön, dich zu sehen. Hatten wir schon mal das? Heute ist mein Glückstag. Aber der hat 100 dabei. Sehr schön. Mach's gut. So, welche Würfel nutzen wir? Natürlich wieder unseren ungerade Würfel. Brauchen wir beide. Den Dreierwürfel. Dich und den allergewöhnlichen. Ich weiß gar nicht, was das mit. Was hat das? Einer der wenigen ordentlich gezinkten Würfel, natürlich zugunsten des Besitzers. Einer der wenigen ordentlich. Ich weiß halt nicht, was das bedeutet. Auswahl. Auswahl? Auswahl? Achso, bestätigen. Aber. Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Ich verliere wieder alles. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich 600 mit dem ersten Wurf habe. Und die nehme ich mit, weil es doppelt so viel ist wie das, was ich anstrebe pro Zug. Oh, er guckt zu. Eine 1. Okay. Aber jetzt wird's was. Mach safe, oder? Warum knurrt eigentlich mein Hund? Also ich würde mal sagen. Ja, etwas mehr als das Dreifache. Und zwar das 3,333-fache von dem, was ich normalerweise will. Ah, da fehlt die 2, denn jetzt große Straße gehabt. Ja, Hund, sehe ich genauso. Vorbei. So, schauen wir mal. Och, guck. Ich würde es nicht sagen, aber ich würde sagen, du hast leicht Pech. Also die gezinkten Würfel machen sich sowas von. Man kann es nicht anders sagen, die sind, ja. Mal sehen. In 3 Würfen 2,7 ist schon anständig, würde ich sagen. Hörst du auf? Nee. Ich glaub's nicht. Eigentlich muss er auch auf Risiko mittlerweile spielen, ne? Da hast du aber mal richtig Glück gehabt. Komm, wir packen mal nur den einen beiseite. 300 Lagen. Was haben wir jetzt? Naja. Ich würde mal sagen. Also wenn er jetzt hier nicht, weiß ich nicht, ein 1er Pasch hat. Man kann es nicht erzwingen. Ja. Aber ich schon.
Ich habe jetzt einfach mal fast 5000. Du hast es verdient. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben Geld gemacht. So. War nicht hier unser Zimmer? Hallo? Ach so. War das hier oben? Ich glaube ja, ne? Yep. Unser Zimmer. Haben wir was zum Weglegen? Nee, wir könnten höchstens mal... Stimmt, die könnten wir höchstens mal gucken. Haben wir... Anwenden. Oh, das kriegen wir nicht mehr hin, weil es schon bei 60 ist. Nein! Also auf jeden Fall den Bogen. Nee. Aber wir haben noch einen kumanischen Bogen? Oh. Ist mir gar nicht aufgefallen. Schneider-Set. Oh, wir müssen hier... Ja... Das ist schlecht. Kleines Schmiedeset. Kleines Schmiedeset. Schuhset sollte eigentlich keine Auswirkung haben. Nein. Ah. Denn wir haben keine Schuhe mehr in dem Sinne dabei. Genau, so. Schneiderset. Da brauchen wir wirklich einen Schneider für, leider Gottes. Aber... Rein technisch, die kriegen wir auch nicht mehr hoch, ne? Nee. Okay. Leider Gottes. So, dann gehen wir schlafen. Dann würde ich sagen, gehen wir schnell noch auf Hirschjagd, oder? Hirsche waren ja oben. Das bedeutet, theoretisch sollten wir... einen Hirsch jagen können. Die Frage ist nur, brauchen wir... Weil die Rehe sind ja kleiner als die Hirsche. Wir haben weibliche Hirsche. Weibliche Hirsche. Oder hatten die einfach nur kein Geweih? Können wir mal gleich gucken. Guten Morgen. So... Ui. Einen wunderschönen guten Tag, Hund. Oh, wo war denn das Jagdgebiet? Das war genau hier oben. Also eigentlich, jetzt ist nur die Frage, ja, theoretisch ist ja der beste Weg... Über den Jäger, ne? Der Weg war aber hier hinter. So, und wir müssen mal hier irgendwie... Ja. Kurz zum Jäger hoch und dann querfeld ein. So. Noch ein Nest entdeckt. Hä? War das nicht schon? So. Ja. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal die Trinkstelle. Jetzt suchen wir hier Hirsche. Kann eigentlich nicht ganz so schwer sein, hier einen Hirsch zu entdecken. Auch wenn es noch so ein bisschen dunkel ist. Würde ich jetzt einfach... Was bist du denn? Ach, hier ist ein Weg. Wanderer.
Hause. Noch ein Hund gehört. Weil das... Nein. Ich getroffen? Oh, der ist aber wirklich scheu. Habe ich ihn getroffen? Nee. Weil, also ich bin mir nicht sicher. Der nicht. Deswegen will ich ja ein bisschen... Genau, flankieren. So ist schön, so ist schön. So kannst du bleiben. Auch nicht. Das ist doch wohl ein Witz. Aber ich krieg kein... Das ist doch ein Hirsch. Hä? Quest-Info, wo sie... Kuh. Eine Hirschhaus. Bringe den Gerber eine Hirschhaut. Und du bist doch ein Hirsch. Nahrung? Hirschfleisch. Wollt ihr mich verkohlen? Jetzt finde ich schon mal so einen, einen richtig guten... halt Hirsch. Und dann kann ich den nicht mal... Das ist... Okay. Warte, wo war es denn? Hier, Fertigkeiten. Jagen ist hochgegangen. Aber wir haben leider keinen Punkt bekommen. Aber hier, wir haben ja auf Gerben, ne? Du kannst toten Tieren Haut abziehen. Finde ich jetzt sehr komisch. Na gut, dann machen wir an der Stelle jetzt Feierabend. Wir gucken vielleicht, ob wir noch einen Hirsch finden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Daher danke fürs Zusehen und tschüss. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder?